Ladebalken. Ja, ich weiß, dass ich online bin. Danke. So. Allen voran Gesamtlautstärke. Ich muss jetzt hier erstmal ein bisschen was einstellen. So, wenn es zu leise oder zu laut ist, sagt es mir bitte. Das Urheberrecht. Ja. Ich überfordert bin. Niedrigstandard, extrem. Also ich glaube, ich habe mit. Ah ne, noch nicht ganz. Aber es reicht. Höher will ich es, glaube ich, auch gar nicht haben. Höher will ich es, glaube ich, auch gar nicht haben. Cloud-Sicherung. So, nein. Neues Spiel! Warten gar nicht lange. Aber der Voreinstellung. Ich hatte zwar einen erstellt, aber wir gucken noch mal. Ich will einen mit euch zusammen erstellen. Könnte lustig werden. Ich glaube, wir gehen dahin, davon und machen hier irgendwie so gut. So. Perfekt. Oi, Klein. Das kann übrigens Stunden dauern. Die wissen, dass ich ewig hier an einem Charakter sitze. Die wissen das, denke ich. Ich hoffe, man hört. Hört man mich überhaupt? Ist es nicht. Ich hoffe es. Ich hoffe es einfach. Ich guck gerade trotzdem. Okay, nee, ist auf jeden Fall drin. Sollte? Denke ich. Hoffe ich. Ich hoffe es. Ansonsten müsst ihr schreien. Wenn man mich nicht hören sollte. Okay. So. Farbe des Lidschatten. Geil, man könnte sich jetzt so ein. Hört man mich? Eben die gemacht. Ah, okay. Hört man mich? Bin mir dann eben noch nicht so ganz sicher, ob das hier alles so funktioniert, wie ich. Ich denke, dass es funktioniert. Kann ich auch sagen, dass ich gar keinen Lidschatten will? Ja, tut man. Das ist gut. Ach, Transparenz des Lidschattens. Das ist. Okay. Ja, wenn ich gar keinen will. Okay. Okay. Bin mir noch nicht ganz darüber im Klaren, was wir hier machen. Phoebe! Danke, Hugh, für deinen Raid. Herzlich willkommen hier. Kommt ihr ja direkt zum Anfang. Wie geht's dir? Wie war dein Stream? Was habt ihr gespielt?
Oh, ich habe vergessen, meine Augenfarbe zu wählen. Haben wir einen Charakter, wie wir unten bin? Ich bin an Nackenschmerzen gestorben. No! Nackenschmerzen sind mies. Nackenschmerzen sind miese Kacke. Okay, ich lasse erst mit den Dings aus. Jo. Mach ja mal kurz fix. Zack. Was habt ihr in der 14 gemacht? Shady. Was habt ihr gemacht? Kann ich das irgendwie einstellen, dass ich nicht immer die Musik aufhört, wenn wir hier raus sind? Transparenz. Oh. Alles gut, Luna. Noch geht's. Noch geht's. Jetzt. Frage. Was machen wir hier für Augenbrauen? Wir sind doch gerade bei der Charakterstellung. Also wir haben gerade erst angefangen. Alles gut, Luna. Alles gut. Braun passt, glaube ich. Nase. Ist ganz schön spitz. Ich habe für die staatliche Gesellschaft die Kommandokacke da freigeschaltet. Ah, okay. Ja, das ist ätzend. Das ist etwas, das mache ich überhaupt nicht gerne. Diese Kommandos immer. Nee, das sieht kacke aus. Sieht auch doof aus. Der ist irgendwie so breit. Man kann auch zweifarbigen Lippenstift. Mhm. Okay. Wie gesagt, die Charakterstellung kann ewig dauern. Oh Gott. Ein Pünktchen da am Kinn. Oh Gott. Das ist irgendwie so ein Lächeln, so nach dem Motto. Ja, eigentlich möchte ich gar nicht hier sein. Aber ich bin trotzdem hier. Okay, das kann weg. Ruß braucht kein Mensch. Sommersprossen, Muttermale, brauchen wir das nicht. Frisur, ach du Heilige. Das ist die Uhr. So, wir sind mit dem Schaf fertig. Ja, ist halt so, ne? Okay, die Frisur ist schon mal schick. Könntest du wenigstens aufhören, dich zu bewegen? Wir haben auch den Nito-Kampf geändert. Ist mir heute aufgefallen. Echt? Ja gut, dann hatte ich jetzt noch nicht wieder gemacht. Also ich weiß, dass die Mokris da geändert wurden. Also, ne? Mogul Mok da. Das wurde auf jeden Fall geändert. Weiß aber nicht, wie lange das schon geändert ist. Kann auch sein, dass das schon länger so ist. Ich habe mich da nur vorhin gewundert, als ich in einem Kampf drin war und dachte so, hä? Das war irgendwie anders. Ich habe das anders in Erinnerung. Such irgendwie... Oh mein Gott, okay, ich glaube, ich habe meinen Favoriten gefunden. Wenn es in meinem Kampf... No! Ernsthaft? Ja, ich bin mal gespannt, wenn ich den mal wieder habe. Musst du immer die gleiche Bewegung machen? Das ist auch mega... Kann man... Ich weiß nicht... Ich hoffe, man kann die Frisuren zwischendrin ändern. Das sind so viele Frisuren, denen ich zwischendurch meine Chance geben möchte. Aber ich habe meinen Liebling gefunden, wenn ich ihn jetzt wiederfinde. Den hier. Farbe. Ich könnte noch blau nehmen.
Mhm. Körper. Farbe. Oh je. Beckenkauz. Oh Gott. Leiche. Ich muss irgendwas an dem Mund noch ändern. Der Mund gefällt mir nicht. Aber das sieht alles so gezwungen aus gerade. Der Mund sieht irgendwie... Also zumindest von vorne, von der Seite geht's ja. Ich bleib bei dem hier. Körper. Ah ja, wir könnten... männlich-weiblich. Ich finde, die machen den Leuten das einfach zu einfach. Hm, ein bisschen, ja. Hab ich deinen Mörder gehört? Iron! Hallöchen! Danke für die 5 Bits! Und den Mörder. Okay, jetzt könnten wir hier noch. Okay, das wäre jetzt. Ja, so ein Mittel, ne? Ich glaube, wir nehmen das. Zum Beispiel auch der Kampf gegen. Oder wieder Midsommar, oder wie der dran heißt. Midsommar? Midsommar ist ein geiler Name. Man hat das Schild komplett rausgenommen. Nee, ernsthaft? Warum das denn? Warum hat man das denn rausgenommen? Gut, ja, ich habe mich ganz am Anfang drüber beklagt, aber das ist doch geil. Verstehe ich nicht. Hey, wir könnten dem Charakter Bart geben. Aber ich glaube, ich bin zufrieden. Aber einmal möchte ich noch bei der Frisur noch mal reingucken. Da, nee. Ob das wirklich die richtige Entscheidung war. Oder ist. Ja. Das wäre natürlich auch noch geil. Und, man kämpft auch nur noch gefühlt gegen ihn. Beide Drachen kommen auf einmal. Boah, das ist doch scheiße. Hat das Game auch gerade ein Stündchen gespielt. Voll niedlich. Echt? Ja, bei mir hat es ein bisschen gedauert, bis es runtergeladen war. Aber... ja, ich bin mal gespannt. Ich freue mich drauf. So, wir bleiben bei der Frisur. Bereit. Gib hier deinen Namen ein. Hey, Daria, natürlich. Wir haben es endlich mal geschafft. Unsere Geschichte beginnt mit einem Ende. Doch nicht 20 Uhr. Denn du beschließt, dass es an der Zeit ist, die Stadt hinter dir zu lassen. Auf der Suche nach einer Auszeit von den Pflichten des Lebens gelangst du an einen vertrauten Ort. Ein Spaziergang auf einem nahegelegenen Weg führt dich zu einem Ort, an dem du als Kind das Gefühl hattest, dass das Leben einfacher ist. Und mit ein bisschen Fantasie werden alle deine Träume wahr. Nachdem du den perfekten Platz zum Ausruhen gefunden hast, erinnerst du dich an diese längst vergessenen Träume und schläfst ein. Wir schlafen ein. Aber jetzt muss ich mal eben kochen und noch eine Runde Abwasch machen. Weil mich... wie viel nennen? Da sagte das Game, dass es irgendwie anstößig wäre. Okay. Also Iron. Das musst du auch immer für Namen wählen. Verstehe ich aber nicht ganz. Oh, voll toll. Ob ich gehypt bin? Das heißt jetzt Iron. Jo, passt doch. Ich bin geil, Berlin, ja. Oh mein Gott. Da bist du ja. Ein perverser. Ach nee, nur ein Zauberer.
Was ist das? Ist meine Brille verzaubert oder bist du doch echt? Ich weiß nicht, was ist das für eine Frage? Natürlich bin ich echt. Hier kann man sich nie sicher sein. Mhm. Ich fürchte, du musst mich entschuldigen. Ich habe seit Ewigkeiten niemanden mehr geholfen. Geholfen. Mhm. Willkommen in Dreamlight Valley, meine Liebe. Gott, ich bin so aufgeregt, ey. Dreamlight Valley? Der Ort ist. Wie gruselig. Dieser Ort ist doch nicht gefährlich, oder? Nun, es stimmt, dass das Tal im Vergleich zu früher ein trauriger Anblick ist, aber du hast nichts zu befürchten. Es gab einmal eine Zeit, da konnte man kein anderes Reich finden, das so viel Magie und Wunder enthielt. Oh, aber ich habe mich noch nicht vorgestellt. Du fragst dich sicher, wer ich bin. Ich kenne dich, du bist Merlin. Es ist so seltsam. Ich habe fast das Gefühl, dass ich dich kenne. Du bist ein großer und mächtiger Zauberer, richtig? Nun, ja, aber nicht irgendein Zauberer. Ich bin ein Wahrsager, ein Prognostiker. Ich habe die Macht, in die Zukunft zu sehen. Ich bin auch ziemlich geschickt in Alchemie und Zauberei. Da dies schon geklärt ist, stellt sich noch die Frage, wer du bist. Ich? Ich bin Aldaria. Ah ja, hm? Nun, der einzige Weg in Dreamlight Valley führt über Träume. Du musst also auch über große Magie verfügen. Wie könntest du sonst hier sein? Ich finde, das kommt das Gleiche heraus. Echt? Meinst du? Ich weiß nicht, wie ich hierher gekommen bin. Ja, toll. Ich weiß nicht, wie ich hierher gekommen bin. Merli, so, wer bist du? Ich glaube, er war bei dem Film war ja auch schon verpeilt, ne? Ich habe einfach die Augen geschlossen und schlief ein und plötzlich war ich hier. Magie hat nichts damit zu tun. Gott, die Lache. Also wenn das Lachen sein soll. Ganz im Gegenteil, Magie hat alles damit zu tun. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass du diejenige bist, auf die wir gewartet haben. Du wirst Dreamlight Valley retten. Einmal fragen, was habe ich davon? Nee, vor was retten? Das ist in der Tat eine kluge Frage. Schließlich kann ein Problem erst dann gelöst werden, wenn man es verstanden hat. Wenn wir das Tal wieder zu dem machen wollen, was es war, ein Ort der Magie, der Wunder und der Freundschaft, wir müssen das Vergessen ein für alle Mal beenden. Es tut mir leid, ich kann mich nicht erinnern, worüber wir gesprochen haben. Das Vergessen? Ah ja, das Vergessen. Du musst mir verzeihen, aber jetzt hast du erlebt, woher der Name kommt. Also gut, hör genau zu und ich erzähle dir die Geschichte, bevor ich sie wieder vergesse. Das Dreamlight Valley war einst ein Ort voll glücklicher Dorfbewohner. No! Das Leben war schön, dank der Magie unseres Herrschers. Bis unser Herrscher eines Tages spurlos verschwand und das Vergessen begann. Unsere Erinnerungen begannen zu verblassen und das Dreamlight, was auch immer. Wir haben unser Bestes getan und die Erinnerungen an unser Werden. Es ist zu schnell. Es geht einfach zu schnell, aber egal. Da ich in die Zukunft sehen kann, wusste ich, dass eines Tages jemand kommen würde, um das Tal wiederherzustellen. Erzähl mir mehr über das Vergessen, erzähl mir mehr über die vermisste Herrscherin. Bin bereit, das Tal wiederherzustellen. Erzähl mir mehr über das Vergessen. Ja, ja, natürlich. Mal sehen. Nun, als unsere Herrscherin ging, wurde der Himmel dunkel. Dann überfielen diese schrecklichen Nachtdornen das Dorf und verbreiteten sich überall wie ein böser Gedanke. Je mehr Nachtdornen auftauchten, desto mehr trübten sich unsere Erinnerungen. Manchmal kann ich mich nicht an die Geister all der Freunde erinnern, die ich verloren habe. Oder an die Namen all der Zaubersprüche, die in Vergessenheit geraten sind. Vielleicht, wenn wir die Nachtdornen loswerden, werden die Erinnerungen, wenn dann vorne zurückkommen, wird die Magie das verstärkt. Wenn die Erinnerungen zukommen. Gucken. Die Nachtdornen loswerden. Ein interessanter Gedanke. Erzähl mir mehr über die vermisste Herrscherin. Ja, all die Wunder, die Magie und die Freundschaft in diesem Tal stammen von unserer Herrscherin.
Sie wachte über das Dorf und beschützte uns vor dunkler Magie. Aber eines Tages fing sie an, sich anders zu verhalten, auch wenn ich mich jetzt kaum noch daran erinnern kann. Dann ist unsere Herrscherin einfach verschwunden. Es ist schon Jahre her, glaube ich. Ich habe jegliches Zeitgefühl verloren, wegen des Vergessens. Eure Herrscherin ist einfach abgehauen? Eine guten... Klingt bei einer guten Herrscherin. Es muss einen Grund dafür geben. Vielleicht hat das Vergessen die Herrscherin dazu gebracht zu gehen. Das erscheint logisch. Ja, das Vergessen muss auf irgendeine Weise mit unserer Herrscherin verbunden sein. Wenn ich mich nur erinnern könnte, wie. Ich bin bereit, das Tal wiederherzustellen. Nun, es gibt nur einen Weg, um absolut sicher zu sein, dass du diejenige bist, die Dreamlight Valley vor dem Vergessen retten soll. Ein kleiner Test deiner Magie. Weißt du, seit dem Vergessen bin ich ratlos wegen diesem Haus, das von den Nachtdornen blockiert wird. Komm mit, wir untersuchen es gemeinsam. Danke, sehr freundlich von dir. Klar, da kann er sprechen. Wie heißt die? Bewegen, klicke mit der linken Maustaste benutze A, um mit deiner Umgebung zu interagieren. Muss aber nochmal. Einstellungen. Ton. Alles etwas runter. So. So. Also kochen, Dreamlight, Energie, Angeln, Freundschaft, Gameplay. Ja gut. Dreamlight. Einfach nur mal gucken. Meine kleinen Nachtdorn. Alter. Wieder die Nektarvögel. Was gibt es denn alles? Oh mein Gott. Wir werden hier nie wieder rausgehen aus diesem Spiel. Ja. Aufgaben. Schließe Pflichten, wo Magen zu verdienen. Magen für exklusive Belohnung aus, bevor das Event vorbei ist. Das für ein Event. Aufgaben. Okay. Ah ja. Boost. Oh, Hallöchen. Du kommst ein bisschen spät, weißt du? Was soll ich machen? Sollen wir uns die Dornen dieses Haus blockieren? Genau. Und denk nur daran, was wir lernen könnten. Ich hätte es selbst nicht besser hinbekommen. Jetzt komm schon, uns erwartet viel Arbeit. Ich habe in meinen Aufzeichnungen nachgesehen und herausgefunden, dass die Nachtdornen kurz nach dem Verschwinden unserer Herrscherin begannen, das Dreamlight Valley zu befallen. Niemand, nicht einmal ich, kann diese blöden Dinge entfernen. Nur jemand, der sich die Magie von Dreamlight zunutze machen kann, wird dazu in der Lage sein. Ich weiß genau, dass du dieser jemand bist, Aldaria. Aber ich... wie entferne ich sie? Magie kann unterschiedlich sein, je nachdem, wer zaubert. Aber du sollst deine Gedanken einfach auf die anstehende Aufgabe konzentrieren. Geht alles dreckig. Ja, lass uns das machen. Oh mein Gott, wie der rumhampelt, ey. Ich spüre die Magie bereits in dir. Konzentriere dich darauf und sage das Zauberwort. Bibidi-Babidi-Busch? die Zauberworte der guten Fee. Eine weise Wahl. Wir haben's drauf. Aha, du hast es geschafft. Bravo, bravo. Das beweist, dass du dir die Macht der Dreamland-Magie zunutze machen kannst, Aldaria. Nun denn, wir haben keine Zeit zu verlieren. Lass uns hineingehen und sehen, was aus diesem Haus geworden ist. Und jetzt lauf! Da bist du ja! Okay, die Nachtdornen haben sich auch einen Weg ins Haus gebahnt. Das ist seltsam. Plötzlich weiß ich nicht mehr, warum wir hierher gekommen sind.
Dieses Haus muss irgendwie wichtig sein. Ich spüre es auch. Wenn ich mich nur erinnern könnte, warum. Ah, da sind diese lästigen Nachtdorn. So viele von ihnen in der Nähe zu haben, vernebelt den Verstand. Du musst sie entfernen, bevor sie noch mehr Erinnerungen verschlingen. Konzentriere deine Magie noch einmal. Danke, sehr freundlich von dir. Das war Müll. Wir können zaubern! Irgendwelche komischen Dinge aufheben. In, 121 Erinnerungen! Oh mein Gott. Hier ist ein Radio. Lager öffnen. Kleidungsbeute. Das ist dein Traum, weißt du? Nur du kannst. Ah ja. Ich könnte, wenn ich wollte, was ändern. Huch. Was sagst du jetzt vom ersten Eindruck? Also ich finde es tatsächlich cool. Kann aber noch nicht so viel sagen. Es ist aber sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Und mega cute vom Design her. Ich kann in die Zukunft sehen. Und Grafik also finde ich, dass du mega. Reden solltest. Und ich glaube, du kannst hier halt echt deine Zeit dran verlieren. Weil wenn ich mir angucke, was man hier alles sammeln kann. Also... hohen Erz. Benutzen. Oh, ein Rucksack, ein roter. Huch. Nein, übertragen. Einen Moment, bitte. Ich brauche deine Hilfe. Benutzen. Und ein schwarzes Poloshirt. Garderobe. Naja gut, und hier kann ich dann halt alles... Gut, Kleider habe ich noch nicht. Die habe ich auch noch nicht.